jetzt der erste Tag auf der Marusei Koi Farm. Wir haben gestern jemanden einen Tanja Sanke rausgepickt, weil sie so schön waren und wir Angst hatten, dass die jemanden wegkauft. Haben wir aber natürlich die Preise noch nicht gewusst, weil der Yoshiyuki nicht da war. Die nehmen wir jetzt hier noch mal schnell raus. Wir haben sie in ein reserviertes Becken da und schauen sie entsprechend schnell anschauen mit den Preisen. Es hat hier noch ein weiteres Becken mit Tanjo Kohaku, da wollen wir auch noch etwas kaufen. Also heute sind vor allem Sansei angesagt. Schauen wir mal, was heute passiert. Wir sind im neuen Glashaus auf der Marusei Koi Farm. Wir haben hier noch einen Auftrag gefasst von einer Kundin, die möchte einen möglichst grossen Süssui, im Idealfall 80 cm. Wir haben schon mit dem Yoshiyuki geredet, ganz 80 hat er nicht, aber so 75 so um den 3 sollten wir richtig gute Qualität bekommen. Wir sind jetzt an dem Becken, wo er die besten Süssui hat, also bessere als die hat er gar nicht. Das heisst, es ist klar, wir müssen hier selektieren und hoffen, dass wir ein bisschen den Geschmack treffen von der Kundin. Sie will lieber ein bisschen helleren haben. Und hier sind wir jetzt dran, um die besten Tiere, die besten Schussweine, die er hier hat, in die Wanne zu nehmen und schauen, ob wir hier das verwünschen, was wir gerne hätten. Ja, die Mission Shusui hat sich schlussendlich gleich noch viel, viel schwieriger gestaltet, als wir uns das vorgestellt haben. Im neuen Glashaus hat er richtig viele gute Shusui gehabt. Wir haben geschaut und geschaut und geschaut und gesucht und gesucht und gesucht. Haben dann schlussendlich auch einen in die Wanne genommen, der auf den ersten Blick wirklich super ausgesehen hat. Bei genauerer Betrachtung hat man dann aber gesehen, ihr seht es jetzt hier auch in diesen Bildern, dass Rot bereits rückläufig ist. Der Fisch hat eindeutig Fehler gehabt im Isszustand, wie es gerade aktuell ist. Und für die Kundin, die sucht wirklich einfach nur das Beste vom Besten. Da haben wir einen klaren Auftrag und darum war sicher, der wird es nicht sein. Wir haben dann auch noch einen zweiten Kandidaten gefunden in den Becken, wo im Pond super gut ausgesehen hat. Auch von der Größe her eigentlich genau das, was wir gesucht haben. Ein Fisch so um die 80 cm herum. Bei genauerer Betrachtung sehen wir aber auch bei dem, dass der schon so ein bisschen weisse Fleckchen drin hat im Rot. Und das sieht einfach so aus, wenn der mit den Jahren könnte das Rot verlieren. Er hat auch im Rücken, in der Rückenpartie, obwohl die Beschuppung sehr schön ist, hat er auch dort schon Rot drin. Also auch das eigentlich Fehlerli. Auch der Fisch leider nicht perfekt. Glücklicherweise ist aber dann im Verlauf des Tages noch der Rob gekommen, also unser Agent. Und der kennt natürlich beim Marusei das hinterste und letzte Glas. Und so ist es dann auch passiert, dass wir dem Rob gesagt haben, du, wir kommen nicht zu unserem Shusui, wir suchen etwas Show Quality um die 80 cm herum. Er hat mit dem Auge zwinkert und gesagt, kommt mit, ich kenne hier ein Haus, wo man vielleicht etwas findet.
Ja, das war unser riesiges Glück. Wir sind dann quasi wieder in einem Secret-Glashaus gelandet vom Yoshiyuki, wo wir das Jahr vorher aber auch schon mal waren, wo wir richtig schöne Fische rauskäschern konnten. Dort drinnen ist eine wahre Perle von Shusui rumgeschwommen. Genau das, was wir gesucht haben. Ein bisschen kleiner, also der Fisch ist um die 70 cm herum. Aber die Grösse war hier in diesem Fall sekundär. Das Wichtigste war, dass der Fisch wirklich perfekt ist. Genau das ist das, was die Kundin auch gesucht hat. Yoshiyuki hat dann einen Preis ausgerufen und er uns wollte uns abschrecken damit. Aber wir haben uns nicht abschrecken lassen. Wir haben genau das gesucht, haben zugeschlagen. Jetzt, wo wir zurück sind in der Schweiz, die Kundin ist mega glücklich, dass wir nicht nur auf Zentimeter geschaut haben. Der Order war eigentlich 80 cm Show Quality. Wir haben jetzt Show Quality halt nur mit 70 cm, aber auch die Kundin ist happy mit dem. Lieber auf Qualität setzen, ein paar Zentimeter in Kauf nehmen. Und dafür haben wir wirklich ein perfektes Tier selektieren. Wir haben auch noch einen weiteren Auftrag gefasst, das war schon vor Japan. Und zwar eine Kundin, die sich einen Ochiba, respektive Kogane Ochiba gewünscht hat. Ein beschuppes Tier, 80 cm plus in Show Quality. Das sind natürlich Tiere extrem rar, vor allem Kogane Ochiba, was sie eigentlich bevorzugt hat. Besser kannst du dir einen Kogane Ochiba gar nicht wünschen, bei dem stimmt einfach alles. Super Fukurin, super Hautqualität. Mega jugendlicher Fisch für das, dass er schon 5-jährig ist. Also wirklich ein richtig, richtig toller Kogane Ochiba. Wir sind happy, haben wir das Tier bekommen. Je länger dass man hier bleibt, je teurer wird es. Wir haben jetzt hier schon den nächsten Top Kuchak rausgesucht. Wir sind an der Mission Jumbo jetzt gerade im Moment, im neuen Glashaus von Yoshiyuki. Jetzt schauen wir mal noch weiter. Jetzt ist da gerade wieder ein Top Kuchak, wann er hier kommt. Wir sind jetzt im Jumbo-Haus von Yoshiyuki. Das Jumbo-Haus, wo er eigentlich vor allem die einfarbigen grossen Fische drin hat. Wir haben eigentlich vor, einen Kimatsuba zu kaufen. Das ist ein gelber, nicht metallischer Matsuba. Und er hat auch schon viele verkauft. Aber ein Tier, das eigentlich sein Haustier wäre und eigentlich nicht so gerne gibt, haben wir vielleicht die Chance, das jetzt gerade zu bekommen. Ist immer gut, wenn man vorher schon ein paar Fische gekauft hat. Dann kann man ein bisschen jonglieren und kommt der ein oder andere Fisch über, den man sonst nicht bekommen hätte. Jetzt schauen wir mal, was hier so geht. Es hat noch ein paar andere interessante Varietäten hier drin.
North Korea. First question. Okay. Start. You ask him. 吉行さん、どうしてそんなに恋が好きなんですか？いや、もともと俺もよくわかんないけど。いや、もともと好きなんだよね。うん、だからまあ。I don't know why, but maybe when he born. 小さい頃からほら、ずっと恋見てるから。He's living with boy. That's why he really loves boy.Then, what is his favorite koi variety? Why? 一番好きな種類は何ですか？そしてそれはどうして？いや、種類は別にないけど、体型のいい koi が好き。He doesn't care about the variety. He likes body shape. How hard is it to grow 1 meter 5, 1 meter 10? How rare is it?How many pieces do you need for one so big koi? 1メートル以上になるような koi を作るのにどういったところが一番難しくて、でどれぐらいの年数かかるものですか？一番大事なのは親子の選手でしょ。セレクションオブブリーディングコイ、ペアレンツコイ、is most important.Ganz am Schluss von unserer Selektion auf der Marusei Koi Farm ist dann auch noch das absolute Highlight passiert von unserem Trip. Neben unserem Top Showa, den wir können kaufen konnten, Nogata. Man hatte eigentlich einen Auftrag gehabt für einen Kunden, der 1,10 Meter Fisch gesucht hat. Die Varietät hat keine Rolle gespielt. Es war einfach rein Grösse, die der Kunde gesucht hat. Aber wir mussten einfach das Jahr einsehen, 1,10 Meter ist quasi unmöglich.Das sind einfach Tiere, die so extrem selten sind, dass sie im Normalfall gar nicht rum sind. Und wenn es etwas hat in dieser Liga, dann sind es eigentlich in den meisten Fällen Azucari-Fische. Also Azucari bedeutet, dass die Fische schon einem Kunden gehören, aber eigentlich noch auf der Farm sind. Da kann man buchen quasi beim Züchter, dass man den jährlichen Betrag zahlt und der Züchter schaut, dass der Fisch sich weiter gut entwickelt. Das sind natürlich die idealen Bedingungen in Japan, darum machen da viel. Und, so haben wir eigentlich erkennen, Azucari wäre eine Möglichkeit, aber sonst werden die Fische, bevor sie 1,10 Meter sind, schon weggekauft. Geschweige denn, dass sie überhaupt 1,10 Meter werden. Es ist wirklich extrem selten. Und so haben wir eigentlich nichts gefunden in dieser Liga. Der Yoshiyuki, also der Hirasawa, der Chef der Marusei Koi Farm, hat uns aber so im Geheimen gesagt, er habe hier noch 1,2 Meter Karashi in Top Quality, die nicht Azucari ist, also theoretisch auch noch verfügbar wäre. Und ihr glaubt es oder ihr glaubt es nicht, wir sind schon wieder in ein Secret Glashaus gekommen. Das mal in ein Glashaus, wo wir noch nie waren. Also irgendwo neuem zaubert Yoshiyuki immer wieder neuem ein Glashaus her, wo wir noch nie drin waren. Und in diesem Haus waren wirklich nur die Grossen. Also da war nichts unter 90 cm drin. Viele, die so um 1 Meter herumgekratzt haben. Und ein Fisch mit 1,2 Meter, wo uns einfach der Kiefer runtergefallen ist, wo wir das Tier gesehen haben. Bei dem hat einfach alles gestimmt. Ihr seht es jetzt hier auf diesen Bildern. Ein riesiger Karashi mit perfektem Body. Also da stimmt einfach alles. Kein Fehler, nichts, kein Schimi. Kein Karotinfleck, ein Top-Body, extrem jugendliche Haut, ein wunderschönes Fuckerin. Also es gibt jetzt nichts, was man an diesem Fisch aussetzen kann. Ja, vielleicht kann man am Preis ein bisschen jämmerle, aber was erwartet man bei so einem Tier? Ist einfach High-End, ist der grösste Fisch, den Marusei dieses Jahr auf der Farm hatte, zum Verkaufen. Die Quality dieses Tier ist einfach gewaltig. Ein wunderschöner Karashi. Besser geht es einfach nicht in dieser Grösse. Ja, ist gleich schon 7- oder 8-jähriger Fisch. Und für das noch extrem jugendlich, wenn er daherkommt, ein Topfisch, der auch noch etwas ist für die Zukunft. Also der Züchter hat gesagt, bei guter Haltung im richtigen Teich kann der Fisch auch noch wachsen. Wer weiß, vielleicht wird er mal 1,10 Meter. Aber auf jeden Fall ist er genial vom Gesamtpaket. Wir konnten es nicht anders handeln, als den Fisch einfach kaufen. Wir hatten ihn in der Wanne.
Und wo wir ihn gesehen haben, war der Fall klar, der geht nicht mehr retour, der kommt in die Schweiz. Es ist natürlich selten so ein Fisch. Also, so wie du sagst, der Fisch war 1,2 Meter, wenn ich richtig bin. Eigentlich kommt eine kleine Geschichte dazu mit dem Fisch. Oder nicht speziell mit dem Fisch, aber allgemein. Ein Zuchter kann natürlich, ich sag mal, Hunderttausende oder Millionen von Koi zuchten. Jedes Jahr. Davon bleiben übrig, ich sag mal, je nachdem den Zuchter, 10%, 5%, 3%. In der Zukunft, ein Fisch von 8, 9 Jahre alt, diese war glaube ich 8 Jahre alt, mit 1,2 Meter. Wie viele Fische im Endeffekt hat den Zuchter noch übrig, die das schaffen? Ja, das ist nur einer im Moment. Ja, vielleicht 2 im Jahr. Da hört es mit auf. En een Fisch in deze kwaliteit, en wat is kwaliteit? Het dreht zich om de balans ook van een Fisch. Also, de körperform, niet wie is de körper, maar de vorm. Dat heißt ook, had de vis nog dat potentieel te wachsen in de toekomst? Dat hangt natuurlijk af van een teich, van wetter, van voeter, van wasserkwaliteit speciaal. Natuurlijk bij een koen, dat is alles wichtig. Maar zo een vis met deze körperform, zo sauber, alle flosjes zijn goed, het is niet eingeritst. Weißt du, alles stimmt aan de vis, de glans, voek erin. Kwaliteit van de hout, ook niet onwichtig. Alles komt samen bij zo'n vis. En zoveel vissen gibt es daar niet van. Dat is nur 1, 2 om jaren, vielleicht, wat man geluk had. In deze grootte. In de vergangene tijd heb ik nog een grotere vis gekauft bij hem. De vis is in een teich in Duitsland. Die heb ik in 2010 gekauft. Er waren damals, geloof ik, 1,10 meter of zo. Etwas. Nachdem habe ich hier bei Yoshiyuki vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Koi gesehen, die über einen Meter geschafft haben, aber sonst nicht mehr. Ja, es ist ein schöner, seltener Fisch. Ein guter Fisch und sehr, sehr, sehr schwierig zu bekommen. Es ist keine Geldfrage, es ist nur, gibt es so einen Fisch oder nicht? Also, das ist das Wichtigste, was man verstehen muss, dass so ein Fisch selten ist, auch für einen Zuchter. So viele Fische, die er zuchtet und nur 1, 2 Stück am Jahr, die übrig bleiben, die vielleicht die Qualität haben. In die Größe. Ja, das war es von unserer Selektion auf der Marusei Koi Farm. Ihr habt gesehen, wir haben vom Sansei bis zum 1,2 Meter Karashi Koi alles selektiert. In Top Quality, Show Quality und in Grössen jenseits von Gut und Böse. Also, der Marusei, der bietet alles, wenn man sich genug Zeit nimmt, wenn man Mühe gibt, auch in diesen Becken die besten Fische rauszukäschern. Und wenn man natürlich auch schon jahrelange Beziehung hat, dann kommst du etwa ins eine oder andere Secret-Glashaus, wo halt der normale Händler, der nur standardmässig dort ein paar Fische kauft, der kommt gar nicht in die Häuser rein. Das ist schon eine riesige Geschichte, dass wir die Ehre haben, dass wir wirklich in jedes Glashaus inzwischen nie dürfen. Und ihr habt es ja auch gesehen jetzt im Verlauf von dem Film, wie tolle Tiere, dass wir hier dürfen selektieren. Es ist mega. So viel 70 plus und Jumbo-Fisch, also 80 plus wie dieses Jahr, haben wir noch nie gehabt hier bei unserem Koi-Breeder. Kommt mal vorbei in Schinznach, ihr werdet begeistert sein.